Okay, und mit dem neuen Bingo-Feld, ne, gucken wir jetzt mal, wie es hier läuft. Verkehrte Welt bei Wartehäuschen in Erfurt. Boah, jetzt habe ich gerade die Öffis rausgemacht. Oder nee, Öffis scheißen rein haben wir noch. Öffis scheißen rein haben wir noch drinnen. Kann noch was werden. Mal schauen. Wenn in Erfurt der Bus kommt, dann bekommen nicht alle Fahrgäste das so ohne weiteres mit, denn... Alter, was ist das denn schon wieder? Wo guckt er denn hin? Diese Haltestellen stehen verkehrt herum. Normalerweise macht man es ja so rum, dass die Leute dann gleich zur Bahn gehen können. Wobei, wir haben bei uns auch am Bahnhof ein Gleis, das quasi nur vom Militär genutzt wird, von unserem Militärstützpunkt hier in der Nähe. Aber unsere Häuschen sind auch eins zu dem Gleis, eins zum anderen Gleis, eins zu dem Gleis, eins zum anderen Gleis. Obwohl halt das eine nicht von normalen Personen genutzt wird. Also außer ein Zug muss mal ausweichen wegen einer ICE-Überholung. Aber trotzdem haben wir welche, die quasi auf dieses Militärgleis zeigen, was eigentlich schon genauso dämlich ist. Die Folge ist richtig gut, mal gucken. Ja, und so ist es halt. Also ich nehme jetzt schon mal heraus, ne, dumme Bauten, ups, anzukreuzen. Dumme Bauten, ne, das nehmen wir schon mal mit. Bisschen anders. Gerade für die älteren Leute. Ja, Redstone steht noch. Mit Rollator oder so ist es ein bisschen umständlich, dann jedes Mal hier aus der Bucht raus. Ich wüsste auch nicht, ob es dafür eine rationale Erklärung gibt, eine Bushaltestelle hier in die Richtung zu bauen, wo man auf irgendwelche Steine schaut, anstatt auf die Bahn. Aber, ups, jetzt habe ich auch gesehen, vorgespult. Aber das muss ja bewusst gebaut worden sein. Also sowas passiert ja nicht aus Versehen. Also die müssen da doch irgendeinen Grund dafür haben, oder? Hier in die Richtung zu bauen, wo man auf irgendwelche Steine schaut, anstatt auf die Bahn, die ja auf der Seite fährt. Aber sicher gibt es dafür eine Erklärung. Sogar zwei. Eine einfache. Das ist ungewöhnlich, aber machbar. Und eine... Okay, das war jetzt schon mal, haben wir eine dumme Aussage oder so? Haben wir leider nicht dabei, ne? Schade. Etwas komplexere Antwort. Wenn ich die dann eben komplett rumdrehe, dann steht die Rückwand so mitten auf dem Gehweg. Und dann hat man sich eben entschieden, okay, wir drehen die lieber rum, weil dann habe ich hier hinten einen durchgehenden Gehweg. Das ist insgesamt sicherer für alle, die hier einen. Es ist quasi zu wenig Platz, weil wenn du es umdrehst, ist der Gehweg zu knapp. Und ich kann mir auch vorstellen, dass man dann zu nah an der Straße steht, you know. Hier ist einfach kein Platz für dieses ganze Häuschen. Und sowas wie Gehweg einschränken, finde ich schon immer ein relativ dummes Gesetz. Ne? Das haben wir so oft, dass sich die Leute über Gehweg beschweren. Das ist ein Grundstück-Schabernack. So, ich nehme einfach mal ein bisschen großzügiger hier alles mit, damit wir irgendwann mal ein Bingo schaffen. Für mich ist das ein Grundstück-Schabernack. Steigen und auch für die, die einfach nur durchlaufen wollen. Gut, verstanden. Das wäre so viel zu unsicher. Daher diese besondere Erfurter Variante der Haltestelle. Ungewöhnlich, aber machbar. Aber dann hätte man es doch auch direkt an den Zaun bauen können. Oder nicht? Das hätte doch viel mehr Sinn ergeben. Ja, nee, weil dann steht es ja komplett auf dem Gehweg. Wobei, naja, das ist ja an sich alles Gehweg. Hat er schon irgendwie recht? Stimmt, dann wäre vor der Haltestelle genug Platz und man könnte sogar sehen, ob eine Bahn kommt. Dann gibt es die Variante, ich stelle sie ganz nach hinten, aber dann müssen eben alle vorn rumlaufen. Ne? Und Leute, die dann in die Straßenbahn ein- und aussteigen, die geraten dann in Konflikt mit denen, die hier nur vorbeilaufen. Moment, hold up! Die Leute, die ein- und aussteigen, behaupte ich jetzt einfach mal, geraten doch viel eher in Konflikt mit dieser fetten Wand, die jetzt hier steht. Oder? Also, ich behaupte mal, die steht mehr im Weg. Wieso geht es im Chat gerade eigentlich die ganze Zeit um Schwangerschaften? Was ist hier jetzt schon wieder los? Hier nur vorbeilaufen. Einen dieser schlimmen Konflikte zwischen Bahnaussteigern und nur Vorbeilaufenden sehen wir hier. Also das gehört zu den Öffis, ne? Die Öffis scheißen rein. So, wird abgehakt am Bingo-Feld. Da musste die Stadt eine Kehrtwende machen. Na wunderbar. Ich gucke hier gegen eine Betonwand, ne? Das kann doch wohl nicht sein. Gute Dame, das ist kein Beton. Haben wir dumme Aussage? Haben wir nicht, ne? Habe ich vorhin schon geguckt. Nee,
Das muss auch wirklich nicht sein. Es gibt ja auch Haltestellen, von denen man direkt in die Häuser schauen kann. Alter, richtig creepy. Aber machbar. Und dann schaue ich den Familien da auf den Tisch oder wie? Das geht nicht. Wir sind uns weg. Da habe ich eine Belastung für Anwohner. Yippie! Dahinter kann ich nicht verstehen. Dass sich Anwohner darüber beschweren, kann ich verstehen. Die Anwohner haben sogar gegen die Stadt geklagt und verloren. Und wenn ich in der Stadt lebe, dann weiß ich, dass ich nicht alleine lebe. Und dann weiß ich, dass ich vieles in Kauf nehmen muss, aber auch viele Vorteile habe. Genau. Und die Anwohner haben aus ihren Fenstern doch einen super Blick auf die Straße. Von da aus kann man nämlich an... Hä? Die sollen sich geehrt fühlen, dass die Leute reinschauen, oder was? Das als von der Haltestelle sehen, wann eine Bahn kommt. Ja, geil. Die Leute sehen es aus ihrem Haus raus besser als die Leute, die auf dem Zug waren. Was willst du denn mehr? Geht der Typ... Warte mal. Geht er hier als Allmann durch? Weil wenn wir einen Allmann haben, dann hätten wir ein Bingo. Nein, Leute, ich bin nicht schwanger. Meine Fresse, okay. Alter, weil ihr mir die ganze Zeit sagt, dass ich schwanger bin, als Strafe bekommt ihr jetzt kein Bingo.